Auch von mir, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu der in diesem Jahr letzten Pressestatement. Ich würde gern zu 5 Punkten kurz etwas sagen. Als erstes Rückblick nochmal auf den CDU-Parteitag. Natürlich Glückwunsch an Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie zur CDU-Vorsitzenden gewählt worden ist. Man muss auch ganz klar sagen, die CDU hat es geschafft, einen interessanten innerparteilichen Wahlkampf durchzuführen, der auch offensichtlich ohne ganz schwere Verletzung verlaufen ist. Fakt ist, dass 2 Dinge herausragend sind. Das eine ist, die CDU hat eine neue Spitze gewählt, wo weder Vorsitzende noch Generalsekretär noch einer der Stellvertreterinnen aus den neuen Ländern kommt. Das ist ein klares Bekenntnis zum Westen, aber niemand aus den neuen Ländern ist mehr dabei. Ich finde das auch angesichts der Wahlen, die wir im nächsten Jahr haben, sowohl die 3 Landtagswahlen als auch die Kommunalwahlen, ein ganz schlechtes Zeichen. Frau Merkel, Herr de Maizière sind ausgeschieden und 2 mehr oder weniger bekannte CDU-Menschen sind überhaupt jetzt in das Präsidium aufgerückt. Das Zweite, was ich festhalten will, ist, dass mit der Entscheidung nicht davon auszugehen ist, dass in die Koalition etwa Ruhe einzieht. Innerhalb der Union gibt es weiter Auseinandersetzungen, aber auch zwischen Union und SPD. Es bleibt dabei, diese Koalition ist schon nach einem Jahr mehr oder weniger nicht handlungsfähig. Es gibt keine großen Reformvorhaben und es ist leider auch so, dass sich das bestätigt, was wir am Wahltag gesagt haben. Es findet sich die Koalition der Wahlverlierer. Genauso reagieren sie jetzt. Damit bin ich beim 2. Punkt, der auch mit der Koalition zu tun hat. Das ist die Frage des Paragraphs 219a Strafgesetzbuch. Ich finde, dass hier endlich eine Entscheidung getroffen werden muss. Eigentlich ist die SPD ja heute in der Fraktionssitzung dabei, das endlich zu entscheiden, damit wir auch in diesem Jahr im Bundestag noch eine Abstimmung durchführen können. Ich will das noch mal sagen, worum es beim 219a Strafgesetzbuch geht. Es geht um die Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, die Patienten über mögliche Schwangerschaftsabbrüche informieren wollen. Und wir als Linke haben da eine ganz klare Position. Dieser Paragraph gehört abgeschafft, Punkt aus. Mir ist einigermaßen unklar, warum es immer wieder auf den Verschiebebahnhof geht. Und das wird ein Ausweis sein, inwieweit die Koalition überhaupt zueinander finden kann. Mir leuchtet nicht ein, wieso das Gewissen, was die CDU-Abgeordneten immer für sich in Anspruch nehmen, mehr zählt bei ihnen als das Gewissen von SPD-Abgeordneten. Ich fordere die Koalition auf, hier nach dem Gewissen im Deutschen Bundestag zu entscheiden und nicht etwa Koalitionsdisziplin einzufordern. Als Drittes möchte ich eine Bemerkung machen zu den Protesten der Gelbwesten in Frankreich und auch zu dem, was Herr Macron gesagt hat. Es ist ja schon interessant, dass wir bei der Wahl von Herrn Macron hier im Deutschen Bundestag nur Freunde hatten. Frau Merkel hat ihn sehr wohlwollend und umarmt. Martin Schulz hat nahezu täglich mit dem Emmanuel telefoniert. Die FDP hat festgehalten, dass es ihre Partnerpartei ist und auch die Grünen konnten vor Umarmung kaum nachlassen. Das hat sich in Deutschland interessanterweise einigermaßen schnell geändert. Und da gibt es Gründe und die haben mit der Politik zu tun. Fakt ist, dass diese Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, auch aus linker Sicht zu begrüßen sind. Ja, Erhöhung des Mindestlohns, das würde ich mir relevant auch in Deutschland wünschen. Ja, es ist auch gut, dass Rentnerinnen und Rentner, die 2000 Euro oder weniger haben werden, von der Erhöhung der Sozialabgaben ausgenommen sind. Das alles sind sinnvolle Entscheidungen, auch dass Überstunden steuerfrei sind. Ich würde mir Ähnliches auch für Deutschland wünschen und Nachdenklichkeit, was Politik betrifft. Ich würde mir für Deutschland ja auch mehr Proteste wünschen, damit wir eine Chance bekommen, den Sozialstaat in unserem Land wiederherzustellen. Wir wollen als Linke den Sozialstaatsdialog mit den potenziellen Sozialstaatsparteien führen, damit Menschen sichtbar erfahren, was dann wirklich eine Veränderung in einem Mitte-Links-Bündnis bringen kann. Eine 4. vorletzte Bemerkung. Ich möchte Sie alle darauf aufmerksam machen, dass wir als Linke in dieser Woche vor den Weihnachtsferien einen Antrag auf Kinderweihnachtsgeld stellen. Das begründen wir insbesondere damit. In unserem Land sind inzwischen über 4 Millionen Kinder, die arm sind oder von Armut bedroht sind. Und deshalb wäre es sinnvoll, eine solche Entscheidung, die sicherlich in diesem Jahr nicht mehr wirksam werden kann, aber die vielleicht im nächsten Jahr herbeigeführt werden könnte, damit möglichst jedes Kind in unserem Land eine angemessene Weihnachtszeit
verleben kann. Die letzte Bemerkung, die ich machen will, ist zu dem Thema Jemen und zum Thema Krieg im Jemen. Das, was sich dort abspielt, wieder haben UN-Organisationen darauf hingewiesen, ist eine humanitäre Katastrophe. Und ich fordere die Bundesregierung auf, nicht nur zeitweise die Waffenexporte in diese Region zu stoppen, und zwar in alle Länder, nicht nur Saudi-Arabien, sondern vor allen Dingen ist es dringend notwendig, den humanitären Organisationen höhere und größere Hilfe zukommen zu lassen, damit die jetzige Situation, die von UNICEF als Hölle auf Erden bezeichnet wird, damit diese gegen diese Situation gegengesteuert werden kann. Ich würde mir das wünschen, auch mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Gibt es Nachfragen? Bitte. Mit einem Antrag der FDP, falls Sie ihn denn stellen, zur Abschaffung der Paragraph 219a mitstimmen? Das hängt von dem Antrag ab, den die FDP einreicht. Für uns ist ganz klar, unsere Zielstellung ist ersatzlose Streichung. Die FDP ist da etwas modifizierter, aber wir werden uns das anschauen. Das ist durchaus möglich. Die entscheidende Frage ist aber nicht das Abstimmungsverhalten der Freien Demokraten, sondern das der Sozialdemokraten. Deswegen, ich bleibe dabei. Ich fordere die Koalition auf, in dieser Frage, ähnlich wie bei der Ehe für alle, das Gewissen entscheiden zu lassen und nicht auf der einen Seite von der Union zu begründen, nach dem Gewissen können wir so nicht entscheiden und das Gewissen der SPD-Abgeordneten zählt nicht. Das geht so nicht, sondern das ist eine Entscheidung, die nicht an die Grenzen der Parteien gebunden sein darf. Bitte. Anhänger weltweit verschleppt und foltert. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, aber ein Korrektiv hat das heute veröffentlicht. Muss die Bundesregierung hier tätig werden? Also ich finde, das, was Herr Erdogan in der Türkei in vielfacher Hinsicht veranstaltet, das ist keinesfalls akzeptabel. Im Übrigen trifft es auch Abgeordnete meiner Fraktion, die Herr Erdogan in seiner Rede erwähnt hat und die jetzt hier unter dem Schutz des BKA stehen müssen, weil es Bedrohung um das Leben gibt. Das ist genauso unfassbar wie jetzt diese Aktion. Herr Erdogan muss in die Schranken gewiesen werden. Ich meine, die Türkei ist NATO-Mitglied. Das ist angeblich unser Verbündeter. Und es gibt auch NATO-Grundsätze. Sie wissen, dass wir der NATO eher kritisch gegenüberstehen. Aber mindestens das sollte mal eingehalten werden. Ich glaube, die Bundesregierung kann diesen Schmusekurs, den es de facto weitergibt, so nicht weiter durchhalten. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Doch. Ah, doch, bitte. Nicht gesehen. Das sind die großen Kameramänner, die. Ja, ich weiß. Herr Spahn hat sich heute gegen das Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln ausgesprochen. Wie bewerten Sie das? Es ist einigermaßen verwunderlich, dass jemand, der ansonsten ja für die Marktwirtschaft und für die Freiheit eintritt, jetzt hier für ein Verbot ist. Ich glaube, hier müssen wir genau schauen, was Grenzen sind und was keine Grenzen sind. Diese Antwort kann man nicht pauschal Ja oder Nein geben. Ich bin dafür, dass wir die Patientinnen und Patienten und die Preise im Blick haben. Und da müssen wir für Ordnung sorgen. Dann ist auch, wenn es eine Regulierung der Preise gibt, selbstverständlich auch ein Versand möglich. Aber das muss insgesamt geklärt werden. Ein pauschales Ja oder Nein kann hier nicht der Weg sein. Jetzt gucke ich aber nochmal ganz genau. Sehe ich aber keine weiteren Wortmeldungen. Dann bedanken wir uns für Ihr Kommen. Schöne Woche noch. Bis dann. Tschüss. Schöne Adventszeit und dann schöne Weihnachten. Dankeschön.